bin nicht der stylischste Typ in der Kabine, sagen wir so. Es sind schon viele Jungs dabei, die denken auf jeden Fall, die haben den besten Style. Den Trikot mag ich nicht, auf jeden Fall. Der Typ schon, aber den Trikot nicht. Man muss irgendwie unrealistisches Denken an sich selbst haben, glaube ich, wenn man große Dinge erreichen wollen. Hallo, mein Name ist Jusuf Paulsen und ich zeige euch heute meinen Retro Styles. So durchzugehen, alte Trikots, kommen viele, viele Erinnerungen. Die meisten sehen ja nur die Profispiele, die ich gemacht habe, aber da sind halt noch viele, viele, viele Spiele mehr dazugekommen. Kannst du dich erinnern so an das erste Fußballtrikot, was du hattest als Kind? Das erste? Ich weiß, ich hatte ein Manchester United Trikot, habe ich von meiner Mutter, glaube ich, gekriegt. Aber das ist immer noch so früh, dass ich als selber nicht erinnere, aber sondern auf Bilder habe ich gesehen. Die haben sentimentale Wert, klar, und nostalgische Wert. Wenn man so, wie ich sage, wie jetzt, wo man zurückblickt, sich noch an, ja, an Sachen, an Spielen, an Momenten sich zurückerinnern können. Wir haben gerade von Jugend gesprochen, klar, dann habe ich ein Trikot hier, der vor meiner Profizeit war, von, ich glaube, U17, U18 oder so, Nationalmannschaft damals, bevor ich Profi geworden bin. Und ich glaube, das ist einer, die auf jeden Fall, was ich mitgebracht habe, die einzigen Jugendtrikots, die ich habe. Ein Dänemark U18 Nationalmannschaftstrikot. Jusuf, du hast ja noch einen zweiten Vornamen. Wie heißt der? Urari. Und das war früher der Name, den du hinten auf dem Trikot auch drauf hattest? Ja, habe ich immer noch bei der Nationalmannschaft in Dänemark. Da ist es ganz allgemein, dass man einen Nachnamen und eine von beide Eltern kriegen, einer von Papa, einer von Mama. Und Urari ist der Nachname meines Papas. Deswegen steht es als Mitname, aber eigentlich ist es ein zweiter Nachname. Also dieser Name erinnert auch an deinen Vater und du hast dich dann entschieden, den auch drauf zu machen aufs Trikot? Ja, genau. Wo ich noch Profi geworden bin bei Lyngby. Da habe ich auch Urari auf dem Trikot gehabt. Wollte das eigentlich damals auch, wo ich nach Leipzig gewechselt habe, dann auf mein Trikot haben. Aber bin dann gekommen und die hatten schon die Trikots gedruckt mit Paulsen hinten drauf. Und hätte ich wahrscheinlich noch durchsetzen können, aber ich habe mir gedacht, das passt schon. Lass uns ein bisschen zurückreisen. Jugend in Dänemark. Was hast du da für Erinnerungen an den Fußball damals? Was ich am meisten erinnere, das war, dass wir mehr oder weniger mit jeder Mannschaft, in jeder Mannschaft, die ich gespielt habe, sehr, sehr erfolgreich waren. Egal, ob das ja, mit meinen Kumpels aus der Klasse oder ein bisschen später mit der ersten Mannschaft bei BK Skjold oder danach, wo ich nach Lyngby gewechselt habe. Deswegen war das eine gute Zeit, erfolgreiche Zeit. Spaß war das auf jeden Fall auch. Ja, wenn wir gerade von Nationalmannschaft kommen, dann muss ich wahrscheinlich fast auch den hier nehmen. Nationaltrikot von Tansania. Das Heimatland deines Papas? Genau. Ob das der offiziell ist oder nicht, das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Aber auf jeden Fall einer, der so aussehen sollte wie der Nationaltrikot. Die haben mich versucht zu rekrutieren. Damals, wo ich noch, da war ich 14, glaube ich, oder 15, war in Urlaub, war meine Familie besuchen und habe dann noch ein bisschen trainiert. Und die wollen mich dann einladen zum Probetraining bei der Nationalmannschaft, weil ich so rumgesprochen habe, dass ich auch Fußball spiele und so. Aber ist nie dazu gekommen. Den würde ich jetzt dann mal anziehen und irgendwas finden, der dazu gut passt. Schwarze Ärmel, schwarze Hose. Schwarze Schuhe, schwarzer Hut, passt auch ganz gut. Habe ich gerade Peaky Blinders zu Ende geguckt, deswegen ziehe ich mal an. Eine meiner ersten Fußballerinnerung ist in Kopenhagen oder in dem Park, der in der Nähe von wo meine Eltern wohnen. Da gibt es einen großen Park, die jeden Sommer eine D
dänische African Nations Cup gemacht haben damals, wo dann die tansanianische Dänen, die nigerianischen Dänen, die ägyptische Dänen dann jeweils sein eigenes Team bildet und spielt dann einen African Nations Cup, der über mehrere Wochen geht, jeden Sonntag in der Sommerurlaub. Und da hat mein Papa auch mitgespielt für die, ich glaube, die haben sich Ostafrika genannt, weil da gab es halt nicht genügend Spieler nur für Tansania. Deswegen gab es auch Kenianern und ein paar anderen Nationalitäten dabei. Ich glaube und hoffe auf jeden Fall, dass mein Papa für mich über mich stolz wäre und ist. Ich glaube, das würde er auch. Er hat selber auch eine Liebe von Fußball, hat selber Spaßfußball gespielt. Das Trikot für Dänemark anzuziehen bedeutet sehr viel. Für mich das Größte, was du erreichen kannst als Fußballer, ist dein Land zu repräsentieren. Und deswegen hat das eigentlich für mich die allergrößte Bedeutung. Das erste Spiel, das war sehr, sehr besonders. Ich glaube, mein zweites Spiel war fast noch besonderer, weil das war zu Hause vor eigenen Fans mit Nationalhymne, vor eigenen Fans mit nicht komplett vollen Stadion, aber es war schon sehr, sehr besonders. Ich habe jetzt, glaube ich, fast 70 Länderspiele und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn wir zu Hause unser Nationalhymne singen. Ich bin nicht der stylischste Typ in der Kabine, sagen wir so. Und, aber deswegen glaube ich, dann ist der Retro-Style eher meins. Es sind schon viele Jungs dabei, die denken auf jeden Fall, die haben den besten Style, von dem ich was abgucken soll. Ich glaube, ich gehe auch mehr und mehr in die Richtung so Retro-Style. Vielleicht hat das irgendwas mit dem Alter zu tun. Das kann sein. Für mich ist wichtig, komfortabel zu sein. Deswegen gehe ich auch öfters mit Jogginghose oder fast jeden Tag. Und die alten Retro-Look 90er Hosen, das sind schon in meine Richtung. Müssen wir fast bei Nationalmannschaft bleiben und dann nicht nur mein eigenes Trikot, sondern auch mit dem, den ich getauscht habe. Das ist mein guter Kumpel Joshua. Eine unserer ersten Begegnungen. Aber so, ich glaube, da waren wir sogar noch Mitspieler zu der Zeit, wo wir gegeneinander gespielt haben. Ein Nationalmannschaft-Trikot von U21. Die Deutschen leider gewonnen, aber trotzdem habe ich und Joshua Trikot getauscht. Ich wechsle mehr oder weniger nur mit meinen Kumpels oder auf jeden Fall die Trikots, die für mich was bedeuten oder die am meisten bedeuten, ist mit denen, die ich auch eine gute Beziehung da habe. Weil wir nicht nur Mannschaftskollegen waren, sondern auch Wohnungskollegen waren es 2 Jahre lang. Und da kriegt man eine sehr enge Beziehung, wenn man jeden Tag miteinander zu tun haben für 2 Jahre. Sag mal, so eine Marotte von Joshua, was hat dich immer genervt? Das ist immer in sein Zimmer reinzugehen und sehen, wie schön sein Zimmer aufgeräumt war und die Kissen dann schön gefaltet waren und so. Und ich habe mir immer gedacht, er nimmt sich so viel Zeit, um sein Kissen noch perfekt hinzulegen. Aber das ist halt Joshua. Klar, wir sind jetzt beide Papa geworden, Joshua schon zum zweiten Mal. Deswegen die Zeit, die wir früher hatten, miteinander zu telefonieren und wo wir auch ein bisschen mehr Freizeit hatten, war mehr. Aber trotzdem ist er immer noch ein enges Bezug zu uns mehr. Und dann werde ich mir jetzt was aussuchen. Zu dem deutschen Trikot hier. Ist fast gleiche Farbe hier. Passende Schuhe noch dazu. Dann gehe ich mal wieder umziehen. Und jetzt, was nicht mehr mein Trikot ist. Ein bisschen engeres Outfit diesmal. Ich habe übrigens, glaube ich, letztens gesehen oder gelesen, dass wir auf jeden Fall in meiner Karriere der Gegenspieler, die ich am öftesten getroffen habe, der ist einfach gut. Das ist das Unbequemste, was es gibt, wenn der andere einfach, wenn dein Gegenspiel einfach gut ist. Welchen Stellenwert hat Dennis Steinemeyer, der EM-Titel für Dänemark? Die Spieler, die damals gewonnen haben, sind ja, klar, Nationalhelden, aber klar, bei uns gab es nur einmal. Deswegen ist das natürlich, steht immer noch groß in Erinnerung. Es steht bei mir auch in Erinnerung, obwohl ich da noch nicht geboren war. Josef, du hast ja ganz viele Trikots mitgebracht. Unter anderem auch das von Stefan Ilsanker. Zeig mal, das ist ja noch schmutzig. Wäschst du die nicht?
noch, die ist schon gewaschen. Ich weiß nicht, auf welchem Platz wir gespielt haben, aber das Dreck geht einfach nicht weg. Man muss natürlich auch sagen, es passt auch ganz gut zu Ilse, dass er Schmutz auf seinem Trikot hat. Der geht sich auf jeden Fall keinen Zweikampf im Weg. Du sagst ja, du tauschst quasi nur Trikots mit Freunden, ne? Mit Kumpels. Hast kein Trikot dabei mit jemandem, den du nicht magst. Also den Trikot mag ich nicht, auf jeden Fall. Der Typ schon, aber den Trikot nicht. Also eigentlich über das Spiel hier will ich gar nicht reden fast. So, wir müssen das vielleicht wichtigste Trikot rausziehen. Welches ist das? Dann muss ich fast hier vorne noch hingehen. Jetzigen / alten Zeiten. Meine Trikot von letzten Spieltag in unserer Aufstiegssaison von der dritten Liga. Wir waren schon das Spiel davor aufgestiegen. Sind wir sogar nach Mallorca geflogen zwischen unser Aufstiegsspiel und das Spiel hier. Hat man trotzdem noch 3-1 gewonnen, das letzte Spiel in Stuttgart-Kickers. Und hatten einen lustigen Fahrt mit Zug mit den ganzen Fans aus Stuttgart nach Leipzig wieder zurück. Und deswegen da ist sehr, sehr viele Erinnerungen in der Trikot drin. Meine Nummer 9. Von Anfang bis jetzt 9 Jahre. Von der dritten Liga zum Bundesliga-Profi. Hättest du das damals geglaubt, für möglich gehalten? Geglaubt, ja. Man muss irgendwie ein unrealistisches Denken an sich selbst haben, glaube ich, wenn man große Dinge erreichen wollen. Deswegen die Glaube, glaube ich, war immer da. Dann suche ich mal was für den Aufstiegstrikot. Gucken wir mal eine Jacke. Und für die Malle-Reise nehmen wir noch die mit. Ist nicht so meins. Auch ein bisschen zu warm für hier drin, glaube ich. Ich hänge den lieber hin. Probieren wir mal eine andere Jacke auf jeden Fall. Ich habe mir damals für die dritte Liga entschieden. Auch wenn ich Angebote aus der ersten Liga hatte, weil der Plan für mich als Spieler zu der Zeitpunkt einfach besser war hier bei RB Leipzig. Und die meisten zweite Mannschaften spielen halt in der vierten Liga und Leipzig damals in der dritten. Also deswegen war es eigentlich schon in meinem Kopf einen Schritt höher. Es kann sein, dass man dann mit den Profis trainieren könnte, aber die Spiele war für mich das Wichtigste. Und da wo ich glaube, man sich am meisten entwickelt. Ralf Rangnick hat sehr, sehr viel bedeutet, klar. Der hat mich auch überzeugt, sagen wir so. Wenn er zu der Zeitpunkt nicht bei RB wäre und ich nicht mit ihm geredet hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht nach Leipzig gewechselt. Hat genau diesen Plan ausgesprochen. Und ich glaube, die meisten hätten sich nicht das zugetraut, so groß zu träumen. Und der hat es einfach genauso ausgelegt, wie das gekommen ist. Und es hätte auch anders laufen können. Dankeschön für das Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, meine Trikotsammlung hat euch gefallen. Es hat mich Spaß gemacht, hoffentlich auch euch. Und bis zum nächsten Mal.